Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen und einem ganz besonderen Turniervlog. Es geht nämlich auf unseren ersten Auslandsstart morgen. Und dafür habe ich gerade schon einmal unseren Amtstierarzt da gehabt, weil man, wenn man ins Ausland fährt, immer noch mal zusätzliche Dokumente braucht, um eben zu bestätigen, dass das Pferd auch aus einem solchen freien Bestand kommt und so weiter, dass da eben alles immer überwacht wird, wenn die Pferde eben auch im Ausland transportiert werden. Und das habe ich gerade bekommen, einmal alles abgecheckt und abgeklärt, und dann kann es also morgen losgehen. Und ich nehme euch natürlich so gut es geht mit. Ich werde aller Höchstwahrscheinlichkeit nach alleine fahren müssen, weil es leider zeitlich nicht anders geht. Aber nichtsdestotrotz, viel Spaß bei dem Vlog. Ich habe noch einiges an Wäsche gewaschen, Jackets und so weiter, was jetzt hier wieder rein muss. Und hier wische ich dann nochmal kurz ein bisschen durch, dass der Staub weg ist, dass hier auch alles ordentlich ist fürs Wochenende. Es nimmt hier schon mal gut Form an. Ich habe Sattelzeug alles schon mal geputzt, weil ich das nicht mehr brauche dann. Hat jetzt nur noch Longenprogramm. Und Trense Vorderzeug hier dahinter. Hier ist noch das Lederhalfte, das kriegt ihr dann für die Fahrt drauf. Aber hängt jetzt erstmal noch mit hier. Und Sattel ist drin. Und hier habe ich einmal den normalen Trainingsgurt. Den muss ich hier nur noch mal ordentlich kleben mit dem Klettchen. Das habe ich gewaschen. Und für Prüfung dann hier den Pro-Jump, den neuen. Den hatte ich euch ja die Tage schon gezeigt. Und da kommt dann auf jeden Fall noch der Beamer rein. Der lädt aber gerade noch am Strom. Ich habe einen Campingstuhl dabei. Meine Helme, der eine, der da jetzt noch fehlt, ist im Transporter. Den muss ich noch reinpacken. Da habe ich das Inlay gewaschen und reingebastelt wieder. Schabracken sind drin. Meine Stiefel fehlen noch. Die kommen wir dann da noch mit rein. Ja, hier ist auch eigentlich alles fertig. Das kann ich zumachen. Flaschen kommen hier mit hin. Hier kommen dann noch meine Stiefel rein. Und dann bin ich, glaube ich, soweit durch hier. Oh, wo ist er denn hin? Da. Rest ist schon angezogen. Hier sind schon fast alle draußen, haben aber auch einige geschmiedet heute. Und Kassel schnappe ich mir jetzt noch und bringe die beiden nochmal auf Weide. Dann kann er sich noch mal ein bisschen austoben und vollfressen, bevor es in eine Turnierwoche geht. Kassel und Hansi sind auch extra hochgaloppiert gekommen und kuscheln jetzt hier. Die beiden Jungs sind wieder hier vorne und ich werde mir Kassel jetzt gleich schnappen und waschen. Dann kann er noch in Ruhe trocknen, bevor wir dann gleich losfahren, ne, mein Schatz? Und ich gucke jetzt einmal hier schnell durch mein Futterlager. Hier sieht es nämlich relativ leer aus. Ich habe meine Bestellung aber schon vorbereitet und wollte jetzt nur noch einmal checken, ob das passt mit der Anzahl, was ich von welchem Futter nachbestelle. Von der Kräuterliebe kommt auf jeden Fall auch noch mal eine Lieferung. Also das sind ja so die Futtermittel. Das ist tatsächlich jetzt nicht von mir direkt. Das ist für Nori, aber auch da haben wir uns für Speed entschieden, was dann eben immer zu uns geliefert wird von den Eigentümern, von den Brittpferden. Dann haben wir immer das Futter hier und das ist das Einfachste. Und was wir auch ganz viel bei uns in Gebrauch ist eben hier das Leichtfuß, weil es einfach ein hochenergetisches Futter ist, was aber durch den hohen Energiegehalt eben auch von der Futtermenge her dann reduziert werden kann. Und Castor bekommt das zum Beispiel auch. Damit hat er richtig viel Bums im Hintern, ohne dass ich halt
zu viel Menge an Futter brauche. Das funktioniert sehr, 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 sehr gut. Und auch die Zusatzfuttermittel checke ich hier einmal ab, wie viel noch von Weiß da ist. Den Muscle Boost bekommen ja auch einige unserer Pferde zur Unterstützung des Muskelaufbaus und der Muskulatur allgemein. Und dann habe ich auch immer mal noch, Zink ist gerade leer geworden, das bestelle ich auch nach. Zum Beispiel den Selenium Boost oder eben den Zink Boost. Also wenn es dann eben bestimmte Mangelerscheinungen, leichte Mangelerscheinungen im Blutbild sind, die erkennbar sind, dann kann ich das eben damit direkt auffüllen. Weil Selen ist bei uns hier in der Region sowieso im Heu meistens relativ wenig enthalten und deswegen kann das immer ein bisschen ausgeglichen werden. Und das hier habe ich jetzt neu das letzte Mal mitbestellt. Das bekommt Lumpi aktuell eben zur Unterstützung bei ihm, vor allem eben auf die Gelenke bezogen für den Bewegungsapparat. Und da bin ich mal sehr gespannt, werde euch berichten, wenn ich das eine längere Zeit gefüttert habe. Hier ist alles blitzblank, gerüstet, eingeschaut, gekehrt. Castro steht gerade an meiner Box. Mümmelt schon wieder sein Heu, deswegen sieht man ihn nicht. Frisch gewaschen, dass er jetzt noch in Ruhe trocknen kann. Ne? Mein Hübscher. Und auch hier Transportgamaschen sind frisch gewaschen. Die habe ich immer gerade gehobelt. Halfter ist frisch geputzt. Der kann gleich losgehen. Hier fehlt jetzt nur noch der Schrank gleich. Ich habe, also Castro steht hier, hat hier sein Heunetz, aber hier nochmal zwei Heunetze. Eins für die Rückfahrt und eins dann für heute Abend schon, dass ich keinen Stress habe, das Heu zu finden. Glaube ich jetzt nicht, dass ich Stress habe oder das zu schaffen, was zu holen. Aber zur Not habe ich dann auf jeden Fall nochmal was bei. Gabel und eine Harke mit zum Saubermachen vor der Box. Ich weiß nicht, wie es dort ist, ob das auf Gras aufgebaut ist oder wie auch immer. Dann habe ich was dabei. Einmal drüber geputzt. Schweif noch eingesprüht und eingeflochten. Kann ich dann gleich Gamaschen und so ranmachen, die er natürlich schon richtig schön eingesaut hat hier. Aber erstmal muss noch der Schrank hoch, meine Koffer müssen noch rein und dann hole ich ihn raus und mache Gamaschen hier draußen dran. Dann nimmt er nicht die ganze Box mit. Alles verladen. Unsere Schmiede ist zum Glück da gewesen, haben wir den gleich noch mit hochgeschoben. Festgezurrt ist er auch. Hier ist alles zu, alles dicht, alles fest. Heunetz ist ja da. Dann kann ich jetzt Castro anziehen. Ich bin auf der Zielgeraden und es gibt nichts Besseres als ein LKW da vorne, der vor mir fährt. Dann wird er hoffentlich wissen, wo es lang geht. Das ist ja so schon immer aufregend, wenn man bei einem Turnier das erste Mal ist und dann auch noch im Ausland und dann auch noch alleine. Ja, wird nicht entspannter. Und da sind wir. Da sind die Stallzelte. International, geradeaus. Sehr schön. Ach, ich lieb's. Da kann sich echt viel in der Scheibe von abschneiden. So, jetzt beim Abladen ist ja immer einmal Temperatur messen. Deswegen ist eben das Ankommen auch immer zeitlich begrenzt. Ich muss ja heute nur ankommen. Es ist ja heute weder witzig noch sonst irgendwas. Aber trotzdem dauert das immer seine Zeit. Tap, tap. Schon mal eingecheckt. Bändchen bekommen, Stall zugewiesen bekommen. Jetzt fahre ich da einmal rein und da sind dann auch die Vets, also die Tierärzte, zum Temperature Check. Das ist schon mal kurz aufgemacht, dass er frische Luft hat, während ich kurz nach dem Stall geschaut habe, weil jetzt mein anderer zugewiesen wurde. So, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann ich jetzt abladen. Oh, Ventilator muss ich noch ausmachen. Abladen und dann suche ich mir einfach einen Tierarzt. Erstmal das. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob der automatisch ausgeht. Nicht, dass meine Batterie dann leer ist. Das Wichtigste natürlich zuerst. Eigentlich hatte ich eine Strohbox, aber durch den Umzug habe ich jetzt anscheinend eine Spänebox. Naja, erstmal hat er auf jeden Fall ein bisschen Gras. Hier hat alles gehalten. Und
Was für ein Service. Teammate ist da. Bring mir gerade Zeug vor die Box. Sie kam so, ja, kann man irgendwie helfen? Das Witzige ist, dass man natürlich erstmal auf Holländisch hier angequatscht wird. Sehe ich so holländisch aus? Und das auch da. Okay, Christian noch. Wenn das fertig ist, dann streue ich ein. Fenster auch direkt aufgemacht. Ja, schau mal. Aber stoß hier bitte dann nicht den Kopf, Schatzi. Ja. Ich bringe jetzt nicht, wenn es jetzt immer mal ein Hochkant mitgefilmt war. Das ist einfach einfacher, schnell das Handy rauszuholen, anstatt dann auch noch hier mit Querformat und so weiter rumzuhantieren. Und auch Wasser ist direkt hier. Es ist besser. Könnte unser Platz gar nicht sein. Die Steigermaschinenbehälter ja wie immer auf Übernachtungsturnieren an. Aber eine Glocke, die noch dran war, die andere hat er sich schon abgezogen, kann ich mitnehmen. Schweißbandage kann ich mitnehmen. Und dann gucke ich jetzt erstmal, bringe noch Futter mit her. Und dann schaue ich immer, wo ich parke. Parkplatz zugewiesen bekommen. Gott, die sind alle so nett hier. Direkt am Eingang hier. Richtig, richtig schön. Naja, jetzt werde ich Castor erstmal kurz ein bisschen ankommen lassen. Und ich werde mal vorfahren. Alles einmal kurz abchecken. So ganz grob, wo was ist. Den ersten Bein habe ich schon mal reingestreut. Aber da will ich auf jeden Fall noch Stroh dazu packen. Muss ich nur erstmal in Erfahrung bringen, wo ich das bekomme. Ich erkunde gerade einmal so ein bisschen alles. Das ist riesig. Ich sag nicht. Also zum Abreiteplatz muss man schon mal ordentlich Zeit einplanen. Das ist so schön. Also es gibt auf jeden Fall so viele schöne Ecken auf diesem Hof. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wo der Wetcheck ist. Werde ich jetzt gleich mal in der Ausschreibung gucken. Aber ich habe schon mal ein bisschen Orientierung bekommen. Sorry, was ist das für eine geile Halle? Ich fall vom Glauben ab. Das ist halt wie ein Platz von der Größe überdacht. What? So, Milchspatz, dann verbringen wir die erste gute Nacht hier. Ne? Morgen beim Wettcheck darfst du nicht so frech sein. Ich fülle jetzt nochmal kurz Wasser auf. Ah, ich hab sie. Lass es dir schmecken. Angekommen im Hotel da oben. Auch ein großer Parkplatz. Ganz viele Möglichkeiten noch hinter mir hier gut zu drehen. Jetzt hoffe ich, dass das mit meiner Zimmerreservierung funktioniert hat. Bevor ich jetzt irgendwas mitnehme, checke ich das erstmal ab. Und vielleicht kriege ich ja hier sogar noch was zu essen, weil da auch ein Restaurant dran ist. Dienstagabend vielleicht ein bisschen utopisch. Aber außer Frühstück hatte ich nichts heute. Also Leute, ich bin ja ein bisschen stolz auf mich, dass alles geklappt hat. Perfekt, ich habe meinen Zimmerschlüssel, alles geklappt und ich hatte im Voraus schon bezahlt, dass ich jetzt hier nicht irgendwie rumrenne damit. Ich weiß nicht, wie das mit EC-Karte hier überhaupt ist. Ob man dann hat man bestimmt nochmal extra Gebühren. Naja, jedenfalls schnappe ich mir jetzt meine Koffer, noch eine Jacke. Okay, ich glaube, ich muss eh öfter gehen. Erstmal die Koffer, die kann ich erstmal hier lassen. Ja, da sind nur meine Turniersachen drin. Die brauche ich ja jetzt noch nicht direkt. Die brauche ich ja erst für Donnerstag. Dann kann ich den später mit hochnehmen. Ihr könnt mich einfach Booking Queen nennen. Gestern habe ich mein Hotel gebucht. Hier in der Ecke ist mein Zimmer. Es ist der Hammer. Wie schön ist das bitte? Ich werde nicht mehr wirklich. Also dafür, dass ich immer auf den allerletzten Drücker buche, keinen Plan habe. Idyllischer könnte es gar nicht sein. Hier alles im Grünen. Also wow. Ich glaube sogar, dass ich im Restaurant unten noch was bekommen würde. Aber für so einen kleinen introvertierten Menschen wie mich ist das jetzt sonst, glaube ich, ein bisschen viel, wenn ich jetzt auch noch alleine da unten essen gehe. Wenn man keinerlei von der Sprache versteht und dann um einen herum so, weiß ich nicht. Ich glaube, da würde ich mich jetzt fehl am Platze fühlen.
Aber ich habe noch Obst dabei. Dann mache ich jetzt einfach ein Obst-Abendessen. Und Snacks habe ich sowieso genug dabei. Damit komme ich jetzt schon über die Runden. Und ich habe auch noch Whitewood im Auto. Das hatte ich auf der Fahrt vorhin. Da habe ich aber noch welche. Auch eine gute Idee. Und ansonsten werde ich jetzt mal noch schnell Vlog schneiden von, oh, von letzter Woche, der jetzt gerade ja überfällig ist. Nee, sozusagen von vorletzter Woche, also der einmal verschoben ist. Der ist nicht ausgefallen oder so. Ich kam absolut nicht dazu. Auf welcher Seite vom Bett will ich denn schlafen? Wo setze ich mich jetzt drauf? Ich glaube da, dann kann ich da rausgucken. Oh. Hallo? Das wird jetzt auf jeden Fall mein abendlicher Retter, denn ich habe jetzt ansonsten nicht wirklich was zu essen da. Und die Fruity-Sorten sind ja die Sommer-Highlights bei Y-Food. Bei mir ist gerade Mango ganz, ganz hoch im Kurs, aber auch Tropical zum Beispiel. Es gibt ja auch noch Strawberry und auch Peach. Also es gibt verschiedene Fruity-Sorten und die Fruity-Sorten sind ja teilweise dann auch wieder limitiert. Also die Limited Editions sind wirklich auch schnell weg. Wenn ihr euch da einen Vorrat anlegen wollt, könnt ihr mit meinem Code ja 10% sparen. Die Drinks gibt es hier auch zum Beispiel im Supermarkt oder so zu kaufen, aber da gibt es natürlich keine Rabatte. Das gibt es nur online und ich werde mir das jetzt mal schmecken lassen. Okay. Richtiger Fail. Jetzt ist hier Stromausfall. Geht gerade gar nichts mehr. Kein Licht, kein Fernseher, es ist alles aus. Okay, naja, gut. Davon lasse ich mich jetzt mal nicht beirren. Aber wo war ich überhaupt? Naja, jedenfalls ist morgen früh um 8 Wettcheck, 8 bis 10. Ich weiß nicht, der wird dann bestimmt, denke ich mal, in der Halle sein oder so. Aber da ich ja jetzt nicht die Erste bin, die da dran ist. Ja, aber im Bad ist Licht. Verstehe ich's nicht? Wieso ist denn jetzt hier aus? Jetzt geht's wieder. Ah, doch, der Fernseher ist auch wieder an. Dann war jetzt wirklich gerade der Strom weg. Naja, jedenfalls, da ich ja nicht die Erste bin, sehe ich ja, wo alle hingehen. Das ist jetzt kein Drama. Und dann werde ich morgen einfach ein bisschen locker reiten, mir alles angucken, ganz in Ruhe und einfach den Tag so ein bisschen genießen. Kannst du ganz viel spazieren gehen und so weiter. Aber da werde ich euch ja mitnehmen. Jetzt atme ich erstmal durch. Eine Sache noch. Ich muss wirklich sagen, dass ich bis jetzt schon mal sehr stolz auf mich bin. Also so alleine aufs Turnier zu fahren und so ist ja jetzt nichts Neues für mich. Aber das erste Mal Auslandsstart, dann alleine, alles alleine organisiert, gefunden, auch fahren. Er hat alles super funktioniert, auch hier in den Niederlanden. Und also, wisst ihr, also es ist jetzt für manche vielleicht auch gar nicht so nachvollziehbar, die das schon viel, viel öfter gemacht haben. Also man ist ja viel unterwegs. Dadurch bin ich da auch relativ cool und abgehärtet, auch wenn so schwierige Situationen sind oder so Autofahrt, dass die auch viel, viel, viel länger gedauert hat als geplant mit den ganzen Staus und so weiter. Also da bin ich echt sehr abgeklärt und lass mich da auch nicht aus der Ruhe bringen von irgendwas, aber ist halt was anderes als Urlaub irgendwie im Ausland. Da ist man in den allermeisten Fällen ja auch nicht alleine unterwegs und dann halt jetzt auch mit Pferd und wichtiges Turnier und das sind schon viele Sachen, die mich gerade einfach stolz machen, dass das alles so reibungslos funktioniert hat und ich hatte wirklich keinen Moment, wo ich gedacht hätte, Scheiße, was mache ich jetzt? Sondern wirklich, ich bin sehr zufrieden, glücklich und stolz. Das ist super. So kann es weitergehen. Maybe I was blind, known you forever.
Ich habe die Kasse schon mal drüber geputzt, fertig gemacht soweit. Dann kann man nämlich jetzt mit Trense direkt ein bisschen spazieren gehen und dann auch gleich mit zum Bett checken. So you took me by surprise. Oh yeah. Castor ist beim Wettcheck hier immer sehr frisch, hat sich aber gut benommen und inzwischen lese ich einfach selbst den Chip aus, die geben mir das Gerät und dann geht das auch. Da, frische Heuportion, frische Späne, leider gibt es kein Stroh, aber gut, dann einfach mit ihm sammeln. Da ist gleich Anfang so zurück, ne? Dachte ich mir, solange es jetzt noch geht, kann er noch ein bisschen grasen. Just in time. Es fängt gerade richtig an zu regnen. Widerlich. Aber wir haben es gerade noch reingeschafft. Zurück im Hotel. Ich habe gefrühstückt. War da erst ab morgen Frühstück gibt für die Reiter. Und das Wetter, heieiei, ist wirklich zum Ausreißen. Ich hatte aber zum Glück vorher schon alles fertig gemacht, weil ich das schon gesehen habe heute Morgen und habe das alles genau so getimt, dass ich vorm Regen fertig war mit Spazieren, mit Wetcheck, mit Box frisch machen und Spähen und Heu und so holen. Und das hat wirklich perfekt gepasst. Ja, und dann habe ich jetzt hier noch schnell sehr lecker vor einer wunderschönen Terrassenaussicht gefrühstückt und werde jetzt ein bisschen arbeiten und es soll dann aber nachher aufhören, also wenn der Wettcheck dann nachher durch ist, der ging glaube ich jetzt bis um 10, um 11 oder so, dann kann ich ja auch wieder in der Halle reiten, nachher ein bisschen locker und ich glaube um 12 gehen die ersten Prüfungen los, aber ich werde jetzt erstmal ein bisschen Laptoparbeit machen. Zum Glück bin ich ein Mensch, der immer lieber zu viel als zu wenig Jacken dabei hat. Auch jetzt wieder hat es sich absolut bestätigt. Ich habe von UHIP eine Weste und eine Jacke, sind beide jetzt nicht super super warm, also jetzt keine Winterjacke, aber eben auch jetzt nicht einfach nur so ein dünnes Sommerjäckchen, sondern perfekt für so einen Übergang, für so ungemütliche Tage wie heute. Am Wochenende sollen es ja über 30 Grad werden teilweise, so ein bisschen 32 glaube ich oder so, und jetzt ist es so richtiges Schietwetter. Also irgendwie haben wir jetzt die Tage, als wäre April, alle Wetterlagen dabei. Und ich mache mich jetzt mal auf zu Castor. Gehe mit dem wieder ein bisschen spazieren. Der Regen hat sich jetzt so ein bisschen gelegt. Trocken werden wir nicht bleiben, aber halt. Es regnet jetzt auch nicht mehr so doll. Und reiten werde ich dann Nachmittag erst, weil da soll es da angenehmer werden. Weil man hat ja auch die große Halle zur Verfügung mit zum Reiten, aber wenn, dann will ich ja auch draußen beim Abreiteplatz überall schon mal lang reiten und so, und darauf habe ich im Regen keine Lust. So, jetzt bin ich auf jeden Fall gut ausgerüstet. Wofür die Barneries auch super sind? Um nasse Jacken aufzuhängen. Ne, Spazi, wir machen jetzt ein bisschen Wellness in der Zeit, wenn es noch so ungemütlich ist. Ich gehe jetzt hier auf die 50 Hertz Frequenz. Dass wir schön die Muskeln ein bisschen detonisierend behandeln können. Ich brauche immer so einen Moment, bis er sich so drauf einlässt, bis er so seine Ruhe hat, weil er bettelt halt auch die ganze Zeit und muss immer alles im Blick haben. Aber das schaltet dabei dann richtig gut ab. Wir konnten jetzt schon mal alles so ein bisschen zu Fuß, hat gerade auch gehört zu regnen,
Es ist zwar noch ordentlich mit Windböen hier ungemütlich, aber ihm macht es tatsächlich gar nichts aus. Da ist er so cool. Richtig abgehärtet und total entspannt. Und immer die Öhrchen vorne. Will immer weiter, immer gucken und immer alles erkunden. Wie kann man eigentlich so freundlich sein? Immer am Gucken, immer am Hallo sagen, ne? Einmal Heuportion reingeschoben, die ihr vorhin schon beim Rausgucken immer mit hat. Ich mache das Wasser nochmal neu und dann gucke ich mal so ein bisschen nach vorne. So langsam erwacht hier alles zum Leben. Die erste Prüfung ist auch schon durch. Bedauere ich nicht, dass ich nicht gerade bin bei dem Unwetter. Aber jetzt beruhigt sich ja alles so langsam. Ich hoffe, dass meine Nachbarbox hier leer bleibt. Dann kann ich mich hier nämlich so ein bisschen mehr ausbreiten. Ich habe hier direkt einmal ein Binary und funktioniert. Das ist ja das praktisch, dass man die überall anmagneten kann. Hier für meinen Regenjacke, die jetzt aber auch wieder trocken ist. Und jetzt kommt sogar die Sonne raus, Moppy. Das heißt, wir gehen noch mal eine Runde spazieren, bevor gleich die Prüfung losgeht und ich ein bisschen zugucken möchte. Die Stelle da neben dem Gulli, die ist schlimm. Die ist ganz schlimm, da können wir nicht drüber gehen. Müssen wir immer links vom Gulli lang, rechts geht's nicht. Ich versuche euch. Hallo, mein Castor. Geht noch ein paar Meter. Oh, nein, dann nicht. So gut es geht, so ein bisschen Eindruck von dem Gelände hier zu vermitteln, ist gar nicht so einfach, weil es halt auch wirklich riesig ist. Also von Laufen hat er jetzt nicht so viel gehalten, aber ist in Ordnung. Da kann er ein bisschen grasen, er ist glücklich und es kommt langsam sogar ein bisschen die Sonne raus. Oh, es war ein bisschen wild da drin. Castor hat sich nicht wohl gefühlt, deswegen habe ich auch wirklich nur ein bisschen Bewegungsprogramm, Schritt, Trab, Galopp außenrum gemacht. Mehr als außenrum reiten ging auch nicht. Es war sehr voll immer noch. Also die Halle ist ja schon riesig, aber da waren jetzt bestimmt 40, 50 Pferde drin. Das war gerade echt für den kleinen Autisten ein bisschen viel. Er ist ja dann super brav, aber halt sehr angespannt und sehr vorsichtig und so innerlich. Aber sind wir hier noch ein bisschen schön Schritt außen rum gegangen und das war jetzt wieder schön entspannt. Und jetzt gibt es nochmal eine große Runde Grasen, bevor dann nachher Abendbrot schon bereit steht. Und mal gucken, ich werde dann vielleicht noch ein bisschen vorne schauen. Da kommt nämlich nachher 19 Uhr eine Fahrprüfung, so showmäßig, aber auch Prüfung, ich weiß nicht genau. Und alt werde ich aber definitiv nicht. Ich habe sogar morgen den Luxus, dass ich nicht ganz so früh da sein muss, denn Castor wird mitgefüttert von unseren Nachbarn. Ich habe mir gerade echt den Arsch abgefroren. Und jetzt ist es windstill, Sonne ist da und es ist viel zu warm in der Jacke. Wie viel schöner es jetzt einmal gleich nochmal mit Sonne aussieht. Die Musik, das ist so geil. Sonne scheint. Ein absolutes Träumchen hier. Ja, jetzt muss ich meinen Roller einmal mit hochnehmen. Das wird ein schönes, sperriges Geschleppe jetzt. Der Akku ist nämlich leer. Der erste Turnierwagen. Ich habe aber erstmal noch eine schwarze Hose an. Ich habe meine weiße hier ins Auto gepackt, dass ich die jetzt nicht dreckig mache, weil ich erst 16.15 Uhr mit meiner Prüfung dran bin. Und dann bin ich 21. von 100 oder so. Also richtig viele Starter, Wahnsinn. Naja, jetzt bin ich erstmal auf dem Parkplatz auf dem normalen, weil vorne nur noch die Trucks mit Strom stehen. Und fahr mal vor. Castor ist schon gefüttert worden mit von unseren netten Nachbarn. Aber ich habe neue Möhrchen dabei. Jetzt gehen wir erstmal eine Runde spazieren. Seit die Anreise jetzt beendet ist, haben sie hier den Stallbereich einmal ein bisschen dicht gemacht mit Zäunen. Das bedeutet auch, dass wir unsere Runde nicht mehr gehen können. Aber dann gehen wir das einfach hin und her und können vorne um die Stallseite noch rum. Es gibt genug Möglichkeiten zu laufen, nur halt nicht mehr zu den Autos. Und auch hier gibt es nur einen Eingang, dass halt kontrolliert werden kann,
wer jetzt zu den Pferden kommt. Da muss man jetzt da vorne einmal durch den Zaun reingehen und kommt halt hier sonst nirgendwo mehr rein und raus. So, da ist der Platz. Da sind die Stellungen, da ist die Halle. Und hier geht es zum Abreiteplatz hinten rum. Und da können wir jetzt schon mal ein bisschen laufen. Frisches Hai, frischer Wachs, frisches Wasser. Puh, jetzt kann ich frühstücken. When did you know you had feelings for me? Maybe somehow we've always known that. We have chemistry, but always chasing after someone else. So this took me by surprise. Und während hier langsam die Stände aufmachen und die erste Prüfung schon läuft, schauen wir nochmal so ein bisschen rum. Also irgendwann will ich ganz viel Geld im Lotto gewinnen. Und auch so schöne Zäune haben. Das ist ja doch ein Traum, oder? Hier ist auch so eine Tribüne. Und da ist nochmal Zelt, Witze zum Essen und so. Und dahinter ist der Abreiteplatz. Da gucken wir jetzt mal hin. Und da kommt man von den Stallungen, wo wir gerade spazieren waren. Und dann geht es hier nochmal hinter dem Sprunglager her. Da hinten dann rein. Tagsüber war es jetzt nicht ganz so spannend bisher. Ich habe mich gerade schon mal umgezogen und fast den Grund vergessen, weshalb ich eigentlich hier bin. Ich wollte nämlich eigentlich Futter holen und habe dann gedacht, wenn ich einmal hier bin, kann ich mich auch gleich umziehen. Naja, jetzt bin ich schon losgefahren und musste nochmal umdrehen. Aber dann hat Castro noch einmal Mittagessen und da kann er sich nochmal schön stärken. Wir waren ganz, ganz, ganz viel spazieren heute die ganze Zeit. Spazieren und grasen bei dem schönen Wetter. Und ich habe vorne ein bisschen zugeguckt. Und wenn wir jetzt mal vorne schauen, es müsste jetzt eigentlich im Zelt Mittagessen geben. Hoffe ich zumindest. Ich habe nämlich tatsächlich noch nichts gegessen. Fürs Reiterfrühstück war ich ein bisschen zu spät fertig mit allem. Und im Zelt gab es dann noch nichts. Und deswegen hoffe ich, dass da jetzt aber Mittag was ist, weil trinkt man so, gab es auch schon einen Kaffee gerade. Aber dann muss ich dringend was essen und dann, ja, werde ich so, denke ich, 3:15 anfangen, fertig zu machen nachher. Mal gucken, wie viel ich euch dann da so direkt in der Vorbereitung mitnehme. Ich will auf gar keinen Fall, dass es für mich stressig wird und hektisch und dass ich mich halt stresse, noch irgendwie wett zu filmen. Das Reiten ist halt jetzt wirklich wichtig. Nicole hilft mir nachher einmal beim Abspringen mit und hält Castro, wenn ich abgehe und habe da dann kurz Unterstützung, was super ist. Aber wie gesagt, da muss ich mich halt auch ein bisschen konzentrieren auf alles. Castro reagiert immer so krass auf den Bämer. Ist ja so ein kleines Nörgellieschen beim Einflechten. Weil immer wenn ich ein Gummi aus meiner Tasche nehme, denkt er, es ist ein Leckerli. Und das ist mit dem Bämer einfach perfekt. Ihr seht, der ist komplett weg. Ich habe vorne die Gamaschen. Ah, die ist gerade fertig. Mach die jetzt gleich einmal hinten dran, wenn ich mit dem Zopf fertig bin. Ihr seht, der ist da tiefenentspannt hinten. Kaut hier genüsslich ab und döst richtig weg. Also ich glaube, mehr Überzeugungsarbeit kann man gar nicht leisten als Castro hier. Aber bitte nicht einschlafen und umfallen, ja? Ei, ei. Also dafür, dass die Mähne hier hinten hier wirklich eine Katastrophe ist, sehen die Zöpfe super aus heute. So Rollzöpfe mag ich auch sehr gerne, aber dafür hat er einfach gerade nicht genug Mähne. Dann sieht das doof aus und dann hält das halt auch nicht richtig. Vorne noch ausschneiden, hinten ordentlich machen. Und schick sieht aus. Schlaf weiter. Immer noch tiefenentspannt. Und fertig gemacht. Wow, er sieht so schick aus. Sozusagen all over von Gamaschen, Gurt, Sattel, Vorderzeug, Trense in Stücken gekleidet. Und achso, den hatte ich euch schon mal gezeigt, glaube ich, ne? Jetzt kann ich euch das aber nochmal direkt hier in Action zeigen. Also, okay, schwierige Perspektive.
Das hier ist eben die Feder, die auslöst, wenn ein Pferd hier so einfädeln würde. Also nach unten wird das dann hier eben ausgelöst, dass es aufgeht und der Pin löst sich dann und das ist frei. Nach vorne ist keine Auslösung hier. Also nur nach unten, wenn eben das Pferd reinkommt. Da hört ihr es auch schon. So, also das ist wirklich schnell da. Michelle Boeghals, Duitsland is binnen met Alstaarder Kastar. Zoon van Kazalle, de Mary van der Dano, paard is 9 jaar. Die de Waarden en Zanzig, aus Duitsland, jetzt Michelle Boeghals. En een mooie rit neergezet door de Duitse Amazone Michelle Boeghals en de Kastorf. Dus die profi's geboekt, ja? Cool. Ja, dat is super. Die Kombination war auch so cool. Die sind einfach auf der Seite. Leute. Also ich könnte gerade nicht zufriedener sein. Wir sind aktuell gerade dritte, vierte. Ich glaube, jetzt gerade vierte geworden, aber ja, es ist eine spitzenmäßige Runde, eine ganz tolle, ganz tollen Fluss, super Rhythmus, es hat alles gepasst. Die einzige Entscheidung zu 7 hätte ich einmal nach vorne reiten können, da hatte ich dann so eine dichte Distanz in die zweite Kombi rein, da wäre ich gerne ein bisschen mehr reingeflogen, aber gar nicht schlimm, es war ja jetzt nicht unpassend, aber da hätte ich sonst mutig vielleicht noch nach vorne ausgleichen können, ansonsten alles nach vorne, alles spitze. Ich bin absolut happy. Hier ist auch richtig was entstanden auf der Wiese. Es ist richtig bunt geworden heute tagsüber so für die Kids. Und nochmal so ein bisschen ruhigerer Ausstellungsbereich, so für die Traktoren und so weiter. Echt ganz schick gemacht. Da vorne war gerade Präsentation von Aktionspferden und ich düse gerade einmal in den Stall, weil ich meinen Ortschlüssel brauche und dann Kraftfutter holen muss. Das ist übrigens mein ultimatives Transportmittel hier. Also ohne den Roller wäre ich ewig am Laufen hier immer. Und
Ich habe mich immer schwer getan, Sachen damit zu transportieren, weil man ja irgendwie meistens doch beide Hände zum Fahren braucht, gerade wenn es holprig ist. Aber so kann ich einfach hinten einen Fuß draufstellen und einen Fuß auf die Futterschüsseln, dass sie nicht runterrutschen. Und das geht wunderbar. Futter für morgen früh steht bereit. Castor hat seinen Schlaflook auch schon angezogen. Schweif ist wieder eingeflochten, dass da nicht die kompletten Späne drin hängen bleiben. Die Steigermassen sind an. Der frisst gerade sein Abendbrot. Hat nochmal hier ordentlich Heu reinbekommen. Das ist aber noch ziemlich doll gepresst. Deswegen sieht das vielleicht hier ein bisschen wenig aus. Frisches Wasser ist da. Also ich glaube, er kann jetzt gut schlafen. Ein neuer Morgen, ein neuer Turniertag und ich bin heute komplett in Rhino's Choice gekleidet. Das ist ja meine Glücksreithose. Also die hat ja hier so diese kleinen Glücksplay-Applikationen. Auch der Grip ist so Klee, mit Klee-Symbolen, richtig niedlich. Und Socken, Stretchgürtel und auch Spitzenshirt ist ebenfalls von Rhino's Choice. Wahnsinn, was sich in den Jahren so für eine Produktpalette entwickelt hat. Ich hoffe inständig, dass es das dann auch noch in Weiß geben wird, weil dann ist es noch perfekter. Aber sieht schon mal richtig schick aus. 10.45 Uhr geht meine Prüfung heute los, aber ich bin 92 so Starterin. Das heißt, 3 Stunden später. Also bin ich dann so um 2 dran, wenn man noch die Schlepppausen mit einberechnet. Ich habe noch viel Zeit. So, dann eine dünne Jacke drüber. Aber ich glaube, es wird dann schon relativ schnell warm, sodass ich jetzt keine dicke Jacke mehr brauche. Aber mit den Westen fühle ich mich dann immer ganz gut. Die kann man halt schnell drüber ziehen. Dann ist so der Körper ein bisschen gewärmter, aber es ist halt nicht so super warm, dann hast man an den Armen so ein bisschen mehr luftig. Also ich liebe sie. Dann wäre übrigens immer einen richtigen Luxusparkplatz. Ich kann da hinten gut drehen und dann bin ich hier direkt in Abfahrtsrichtung bereit. Was für ein wunderschöner Morgen, ehrlich. Ich glaube, es ist immer nicht so spannend, jedes Mal zu filmen, wenn man spazieren oder grasen geht. Mehr passiert aber immer zwischendurch nicht. Aber wir sind jetzt die letzte Runde draußen, bevor wir dann gleich ganz langsam fertig machen. Dafür will ich auch mal genug Zeit einplanen, dass ich auf gar keinen Fall irgendwie Stress habe, ne? Gazal and Dardano. Schellebuchhaus, Germany. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday. Someday.
Eifel. Und jetzt waren wir so weit vorne, dass wir einreiten durften. Oh Gott, ich freue mich so. Oh, ich freue mich vor allem so für Castor. Ah, ich bin wirklich so dankbar, so glücklich. Ah. Ich bin gerade dabei, einmal Mittagessen und eigentlich kann ich auch gleich für heute Abend mitnehmen, aber ich muss eh noch mal herfahren. Für morgen früh brauche ich auch. Ich brauche jetzt auch nicht 3 Schüsseln schon mitnehmen, weil so viel Platz habe ich jetzt nicht hinzustellen. Naja, dann reicht eigentlich auch, wenn ich jetzt hole und dann heute Abend hole ich für heute Abend und morgen früh. Das klingt nach dem Plan. Aber jedenfalls habe ich es gerade schon bei Instagram auch gesagt und wollte es hier auch noch mal wiederholen, auch wenn es ja jetzt im Nachgang später ist erst. Aber trotzdem, ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch, so wie ihr immer mitfiebert und das teilweise auch bei Clip My Horse mit live verfolgt oder in den Ergebnislisten live verfolgt, ist absolut nicht selbstverständlich und es freut mich riesig. Ich habe mal kurz ein bisschen zurückgezogen und bequem gemacht. Es ist gerade, es macht einfach so viel Spaß. Nicht nur das Reiten, so ist auf jeden Fall in erster Linie das Reiten, klar, aber es ist gerade so viel mehr, was gut läuft. Es gibt auch genug im Hintergrund, was immer viel Stress ist, viel Arbeit und viel Rennerei, Organisation und Nerven raubt. Aber gerade die sportlichen Erfolge mit Castor zeigen, dass dieses ganze Durchhaltevermögen, dieses Umdenken, Neudenken, Aufbauen und Vertrauen, auch darauf vertrauen, dass es gut wird, genau richtig ist und genau richtig war. Und das ist einfach die größte Bestätigung gerade. Ich glaube, wir sind bereit für mehr und das steht dann auch auf dem Plan, dass wir die ja mitbekommen. das ist auf jeden Fall eine Planung und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich einfach drauf. Ich glaube, wir können alles schaffen, was wir uns vornehmen und was wir wollen und werden ein richtig gutes Team. Ich bin gerade Babysitter für Clara von Nicole. Die ist nämlich gerade einmal unterwegs und ich habe die kleine Maus hier nochmal rausgeholt. Wir gehen ein bisschen spazieren, gehen ein bisschen grasen. Die ist auch eine Casal-Tochter, also wie Castor, ja auch von Casal abstammt. Und zwar vom Typ her, also sie ist eher so ein richtiges, blütiges, zartes Pferd und Castor ja eher so ein bisschen moppiger. Aber vom Charakter sind die so gleich, sehr, sehr ähnlich, so ganz zart im Gemüt, super sensibel, freundlich, aber trotzdem so vorsichtig, aber total nett einfach und sympathisch. Einfach sympathische Pferdchen, die beiden. Sehr unkompliziert mit ihr hier. Aber frisch gemacht und umgezogen, raus aus den Reitsachen, denn ich muss jetzt auch direkt wieder los. Ich muss noch schnell einmal beim Aldi vorbeifahren und dann wieder zum Turnier. Einmal kurz nach Castor schauen und dann beginnt die Qualifikation für die BMA Riders Tour Wertungsprüfung am Sonntag. Also wird es heute das erste Mal richtig spannend in der BMA Tour und da bin ich natürlich mit am Start und ja, muss mich ein bisschen dran halten, weil ich jetzt noch schnell einkaufen muss, weil meine Zahnpasta leer ist. Das wusste ich schon und habe die Tube, die ich dabei hatte, zu Hause nochmal gebraucht und dann natürlich liegen lassen. Naja, deswegen muss ich jetzt einfach schnell los, mir neue holen und dann freue ich mich auf einen sehr schönen, sommerlichen, entspannten, schönen Abend. Ah, jetzt bin ich noch glücklicher über meinen Roller. Es ist richtig voll geworden hier auf dem Parkplatz. Alter Schwede. Thema Quali ist vorbei. Und wir drehen noch eine abendliche Runde hier in der wunderschönen Sonne. Castor guckt sich das hier auch ganz genau an. Komm, ich habe einen sehr guten Platz zum Grasen gefunden. Und da kommen wir diesmal auch durch hier. Schau mal, hier ist tolles Gras. Das ist fast so gutes Gras wie auf den geilen Paddocks. Ich glaube, Castor erkundet schon mal hier die wunderschönen Paddockzäune. Möchtest du die auch haben? Ja, ich auch. Es ist nicht normal, Leute, wie viele Menschen hier sind. Also das ist mir auch echt zu viel. Also ich glaube,
hier wird eine richtig krasse Party abgehen, habe ich mir schon sagen lassen. Und so ist es jetzt da vorne auch schon. Aber das ist halt gar nicht meine Welt. Ich bin so ein introvertierter Mensch und das sind mir viel zu viele Menschen. Dann verstehe ich ja die Menschen auch noch nicht. Und dann fühle ich mich so krass fehl am Platz. Also ja nicht so, dass ich keinen kenne oder so, ne? Aber gar nicht meins. Wer das cool findet, super. Also ich glaube, da kann man hier eine richtig geile Zeit haben. Ich aber nicht. Deswegen fahre ich jetzt ins Hotel, habe Castor ganz in Ruhe versorgt und der wird morgen früh wieder mit gefüttert von Jenny, der Pflegerin von Joris Verloy, der gerade auch die BEMA-Tour Quali gewonnen hat. Die ist total, total nett. Richtig cool. Von ihr habe ich auch, was mir sehr viel bedeutet, von solchen Pflegern, die schon Jahre, Jahrzehnte im Geschäft sind, ganz viel Lob bekommen, dass sie das total cool findet. Wie ich das halt alles alleine mache, halt vor allem auch mit welcher Ruhe und Gelassenheit und Selbstverständlichkeit und alles ist top gemacht, aber es ist halt keine Hektik, nicht beim Fertigmachen, nicht danach, nicht irgendwas. Und dann hat sie gemeint, ja, dann danken die Pferde das halt auch, ne? Also, wo sie auch recht hat, hat sie recht. Sie hat sich total süß gefreut, das ist jetzt auch so erfolgreich bei mir. Naja, aber deswegen brauche ich mir morgen früh ums Füttern keine Gedanken machen, das ist ja schon mal versorgt. Und wir haben ja morgen frei. Das heißt, ganz, ganz viel spazieren gehen. Ich glaube, das wird ein ultra langer Vlog über die ganzen Tage, weil ich halt auch so viel außenrum gefilmt habe. Morgen wird nichts Spannendes passieren, deswegen werde ich morgen bestimmt auch das Handy nicht wirklich in der Hand haben zum Vloggen, weil da ist halt nicht viel, außer immer wieder spazieren, grasen, bisschen Wellness, was passiert. Ich reite auch morgen nicht, das mache ich an den freien Tagen nicht mehr. Das hat uns sehr gut getan in den letzten Turnieren und genauso handhaben wir das weiter. Der ist schön glücklich mit Spazieren und Grasen und ist auch glücklich, wenn er einen Tag reitfrei hat. Ein wunderschöner sommerlicher Morgen. Wir sind hier gerade grasen, eigentlich laufen, aber man muss ihn ja immer, sobald man Gras hat, auch erstmal grasen lassen, dass er dann auch fleißig und fröhlich mitläuft. Keine Reitsachen an, weil, habe ich ja gestern schon erklärt, ich heute nicht in den Sattel steigen werde, nur ganz viel spazieren. Vielleicht hänge ich ihn nachher mal ein bisschen an die Longe, das überlege ich mir aber auch noch. Ah, okay. Hallo? So, das kleine Boxenschwein hat jetzt auch wieder alles ordentlich. Alter, macht immer so einen Dreck, so eine Unordnung, wirklich. Jetzt habe ich die halben Späne in den Schuhen, muss ich einmal rausholen. Und schnell vor, vielleicht kriege ich noch was zum Frühstück. Ich habe zwischendurch jetzt die Zeit genutzt und den Vlog geschnitten. Der rennt dann jetzt fix und dann kann ich den nämlich hier im Hotel WLAN hochladen. Dann ist der für euch auch online und ich bin gerade ein bisschen erschrocken. Da seht ihr, wie lange der geworden ist, wo wir beim Chiu waren und dann zu Hause noch so ein bisschen. Also ja, ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Material dann am Ende wird. Aber dann frage ich mich, was das hier für ein Vlog werden soll. Castro ist verliebt in die Ponys. Der ist gerade im Stichschritt, so einem kleinen Palomino-Pony hinterher. Oh Gott, war das niedlich. Hier ist eigentlich Longierwiese gewesen. Inzwischen ist es hier ganz schön sandig geworden. Er weiß noch nicht, ob er sich hinlegen möchte oder nicht. Mal schauen. Er will schon, aber ich glaube, er traut sich noch nicht so. Nein, 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 nein. Kannst du davon bitte wegkommen?
Bleibst du einfach gleich liegen, oder was wird das? Du bist ein Spatz. Ich sag's dir. Juckt's? Wir sind nach der nächsten Spazierrunde und jetzt ist es schon deutlich angenehmer von den Temperaturen. Mit gespitzten Öhrchen geht es hier überall lang. Hinter uns, wenn wir jetzt umdrehen, ja, ich weiß, du willst hier erstmal ein bisschen gucken. Das sind nämlich die ganzen Ponys und er liebt sie einfach und er will immer hinterher. Und er will immer kuscheln mit allen, das ist so niedlich. Es ist richtig ruhig geworden und auch schon teilweise, wie ihr seht, sehr leer. Sind heute schon einige abgereist, weil morgen dann noch die Finalprüfungen von der Einständetour sind. Die anderen Touren davon, also die 20er und 30er, sind schon vorbei. Morgen nur noch das Finale, den Grand Prix, was ich auch halte, und eben die Drei-Sterne-Tour. Castor habe ich vorhin schon angezogen und fertig gemacht soweit. Was machst du mit deinem Heu? Da brauche ich mich nicht wundern, dass deine Box immer aussieht wie ein Schweinestall. Naja, ich hole jetzt mal noch die zwei Häufen da raus, hol dein Heu aus deinem Wasser raus. Was machst du eigentlich? Und dann schlafen wir beide mal gut. Da seht ihr die Stallzelte und ich fahre jetzt einen anderen Weg rein. Dann komme ich nämlich von hinten daran und kann dann direkt reinfahren zum Packen und kann jetzt auch tagsüber schon mal ein paar Sachen wegpacken. Also nicht tagsüber, ich fahre ja dann mittags los, aber kann hier schon mal alles vorbereiten, weil ich muss dann sowieso da über die Ecke jetzt dann hinten einparken, reinfahren, um aufzuladen. Aber hier ist am besten Parkplatz. Also dahin geht es zu den Stallungen, dahin geht es zum Abreiteplatz. Das heißt, näher dran kann ich gerade erstmal gar nicht sein. Sehr gut. Ein letztes Mal am Morgen hier spazieren und grasen. Ich bin echt froh, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich vermisse die anderen auch ganz schön doll. Auch wenn ich natürlich die Zeit mit Castor sehr liebe und sehr genieße. Und er ja auch als kleines verwöhntes Einzelkind. Aber nichtsdestotrotz fehlt mir die anderen ganz schön. Up, baby, kind of up and down, and we keep falling till we hit the ground, and then we.
always get back up again. We're a little messed up, baby. Kinda up and down. Keine Ahnung, wo ich den Strick hingeschmissen habe im Auto. Und hinten habe ich jetzt zugesperrt gehabt. Geht auch so. Hallo, hallo. Oh, seid ihr niedlich immer. Er wird immer so süß begrüßt von allen. Aber ich glaube, der freut sich auch richtig, wieder zu Hause zu sein. Und hat jetzt erstmal 2 Tage frei. Nein, nichts mehr, Mann. 2 Tage frei, weil jetzt auch direkt Lehrgang ansteht. Stopp. Halt. Hier ist deine Box. Auch wenn sie noch zu ist. Das ging schnell. Und dann geht's ab Mittwoch weiter. Denn der Herr muss ein bisschen Kondition aufbauen, dass wir keine Kraftprobleme bekommen. Dann an solchen Tagen wie heute. Aber jetzt kann er erstmal 2 Tage abschalten.